Gott, das habe ich ja noch ganz vergessen. Okay, Google, wirf eine Münze. Aber klar, du hast Zahl. Schatz, das Schicksal hat entschieden. Du musst leider die Küche aufräumen. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei The Easy Life. Ich stehe gerade in unserer neuen Küche. Die habt ihr ja immer mal wieder schon im Hintergrund gesehen. Und so viele haben mir von euch geschrieben, Mensch Isa, zeig doch mal deine neue Küche ganz detailliert. Und das machen wir heute. Ganz viel Spaß. Da ist sie, unsere neue Küche. Oh, und es war so viel Arbeit, ne? Ihr wisst ja, dass ich recht ungeduldig bin. Und ja, ich habe echt gedacht, so die Küche ist innerhalb von ein, zwei Wochen fertig, aber nee, also das hat echt eine Weile gedauert. Alleine das Fliesen und der Küchentresen, wir haben ja auch ganz viel rausgerissen von der alten Küche. Ja, eigentlich so gut wie alles, außer den Küchentresen. Alles ist weggekommen und da haben die Jungs ganz schön viel Arbeit gehabt und Jens hat das mit Freunden und unseren Nachbarn zusammen gemacht. Aber es ist so schön geworden, ich bin richtig happy. Ich habe damals ganz viele Ideen auf Pinterest gesammelt von Küchen und uns war es eben wichtig, dass die Küche zu uns passt, dass sie stylisch ist, aber auch funktional und eben nicht zu teuer. Ja, weil das ist halt eine Mietwohnung hier und da lohnt es sich ja auch nicht, jetzt Unmengen an Geld für eine Küche auszugeben. Und ich habe mich total in diese Metro-Fliesen verliebt. Und gerade auch oben mit dieser antiken Abschlussborde fand ich richtig gut. Da waren wir in so einem Fliesenhandel in Berlin und dann habe ich die gesehen und habe gedacht, so mega, das möchte ich haben. Die Jungs haben noch so eine Verschachtelung gebaut für unseren Dampfgarer. Das wurde auch gefliest und da ist dann so ein Hohlraum und da können wir dann den Müll einmal reinstellen. Das ist ganz praktisch. Und für alle, die sich jetzt fragen, wo sind denn diese Schränke her? Die sind von IKEA. Aber wir haben einfach andere Griffe dran gemacht. Das sind so Messinggriffe. Haben wir dann passend zu dem Messingwasserhahn. Ja, der ist so ein bisschen nostalgisch, antik. Spülbecken, das ist auch von IKEA. Das steht so ein bisschen über. Das ist jetzt ganz modern und das ist sehr praktisch. Vorher hatten wir eben schon diesen Küchenblock. Kücheninsel und da haben wir uns eben gefragt, was machen wir jetzt damit? Ja, die war einfach nur so angestrichen und das hat mir nicht mehr gefallen und sah auch sehr gammelig aus. Und da habe ich gedacht, komm, passend zu den Metrofliesen hinten nehmen wir antike Fliesen. Das sind, glaube ich, so Betonfliesen. Und ja, das passt jetzt richtig gut, kann man auch gut abwaschen. Habe ich auch so noch nie in der Küche wirklich gesehen, aber in einem Café in Berlin. Ihr wisst ja, dass wir hier nicht so ganz viel Platz haben im Wohnzimmer und da kein riesen Esstisch plus Sofa hinpasst. Und dann haben wir gedacht, dann nutzen wir einfach diese Kücheninsel und installieren eine größere Arbeitsplatte und da können wir dann eben auch gleichzeitig essen. Mein absolutes Highlight ist diese selbstgebaute Lampe. Da sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, wir haben diese Bank bei uns draußen gesehen und gedacht, so Mensch, ne, diesen alten Holzbalken kann man doch super umfunktionieren und haben dann da diese Hängelampen reingebaut und ich finde das richtig schön. Da sieht man dann auch wieder so ein bisschen Messing. Dann passt das wieder alles, ne? Voll die runde Geschichte hier mit dem Wasserhahn und den Griffen. Das ist unsere neue Küche. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Küche, dann immer her damit, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann wäre ein Daumen hoch total toll, das wisst ihr ja. Da freue ich mich immer riesig drüber. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Anregungen habt für Videos, gibt es vielleicht ein Video, was ihr euch so sehr wünscht, bitte schreibt mir das. Dann werde ich das einfach mal auf meine Liste schreiben und ganz bald umsetzen. Euch wünsche ich jetzt noch einen wundervollen Sonntag. Ich habe euch ganz doll lieb. Mua, dicken Kuss.